Ja, Hallöchen, Tagesmotivation von heute. Können. Können ist etwas Wunderschönes. Können können wir immer. Es ist nur die Frage, ob wir überhaupt wollen. Und ich erlebe das so oft, dass die meisten Menschen eben nicht wollen. Die meisten Menschen tun sich eben nicht engagieren. Und wenn sie sich nicht engagieren, haben sie letztlich einfach ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Weil wir können wesentlich mehr, als was wir uns in der Regel zumuten. Leider werden wir natürlich in den verschiedensten Institutionen, angefangen im Elternhaus, in viele weitere Institutionen klein gehalten und haben dadurch sehr wenig Selbstvertrauen, voll und ganz auch in das Können reinzugehen. Da liebe ich natürlich den Spruch Just do it und learning by doing. Ja, ich kann es Ihnen einfach nur nahelegen. Tu es ganz einfach, geh ins Können rein, lerne durch dein Machen und Tun und die Welt verändert sich für dich auf fantastische Art und Weise. Es ist einfach schön zu sehen, wie es über das Können immer besser und besser wird, wie die Welt sich wirklich gigantisch anfängt zu verändern. Also ich liebe es, immer im Können zu sein, im Tun zu sein und permanent neue Dinge zu entwickeln, neue Dinge zu kreieren. Und das möchte ich Ihnen auch sehr, 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 sehr ans Herz legen. Je schneller Sie damit anfangen, desto mehr gewöhnen Sie sich daran. Dann können Sie buchstäblich gar nicht mehr anders, als immer etwas zu tun, etwas zu bewegen. Das Einzige, was Sie dazu brauchen, ist Mut. Haben Sie Mut und das Können kommt von ganz alleine. Das kann ich Ihnen nahelegen. Es hat einfach etwas mit dem regelmäßigen Training zu tun. Plötzlich nimmt es eine wundervolle Dynamik an. Es wird für Sie zur absoluten Selbstverständlichkeit. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich auf und leben Sie immer im Können. Tschüss, bye bye, Ihr Hans Kramer.